Die Antwort auf die Frage, ob Introvertierte extrovertiert werden können, lautet nein, aber ja und kommt drauf an. Und wenn dir das zu kompliziert wirkt, ist das okay. Aber vielleicht solltest du mit dem Begriff introvertiert dann vorsichtig umgehen. Denn ja, es ist kompliziert. Und ich halte es nicht aus, dass wir noch immer super vereinfachte Antworten auf diese komplexe Frage geben. Nein, es ist nicht möglich, extrovertiert zu werden, wenn es darum geht, Empfindungen und das eigene Temperament umzukehren. Da ist das Problem, dass noch immer viele denken, Introvertiertheit wäre nur erlernt, so wie Schüchternheit oder Selbstvertrauen. Umweltfaktoren spielen zwar eine Rolle, aber schon in Kleinkindern können Unterschiede in der Reizverarbeitung wahrgenommen werden. Soll heißen, wer introvertiert ist, kann sich zwar charakterlich verändern, er oder sie wird aber introvertiert bleiben. Damit ist unter anderem gemeint, dass ständiger Menschenkontakt erschöpft, Eindrücke stark verinnerlicht werden und laute, unübersichtliche Umgebungen auf Dauer als Belastung empfunden werden. Forscher auf diesem Gebiet versuchen immer wieder, das so genau wie möglich zu messen. Teilweise gelingt das. Introvertierte Gehirne funktionieren anders als extrovertierte. Nachweislich. Somit ist an dieser Stelle schon mal sehr wichtig. Nein, wir Introvertierten stellen uns nicht einfach nur pingelig an. Wir nehmen die Welt anders wahr. Das Ding ist aber, dass viele Introvertierte damit auch gar kein allzu großes Problem haben. Die Beobachterrolle gefällt ihnen. Sie finden es meist auch ganz cool, dass ihnen zu Hause allein nicht sofort die Decke auf den Kopf fällt. Und tiefergehende Gespräche und Erfahrungen machen sie glücklich. Das wollen sie also nicht aufgeben. Was viele tatsächlich stört, sind eigentlich erlernte bzw. den Umständen geschuldete Eigenschaften und Verhaltensweisen. Keine Energie mehr für eine Veranstaltung zu haben, sich in bestimmten Umgebungen nicht wohlfühlen, nicht auf die gleiche Art von Selbstdarstellung zu profitieren wie extrovertierte Mitmenschen. Und da gibt es dann wirklich zwei Wege, die zwar aus einem Introvertierten keinen Extrovertierten machen, die aber durchaus zu mehr Wohlbefinden oder Erfolg führen können. Den größten Gefallen, den du dir selbst tun kannst, ist zu akzeptieren, dass du introvertiert bist und bleiben wirst. Das sorgt dann nämlich dafür, dass du mentale Kapazitäten freimachst. Wenn du aktuell ständig darüber nachdenkst, was du alles nicht kannst oder wie viel besser alles wäre, wenn du extrovertiert wärst, dann verschwendest du Energie. Selbstverständlich kann ich dir nicht sagen, ob du introvertiert bist oder nicht. Das ist schon deine Aufgabe. Aber wenn du schon ein paar Jährchen auf dem Planeten Erde unterwegs bist und dich selbst ganz gut kennst, dann dürftest du das ja rauskriegen. Wenn du deine introvertierte Natur annimmst, kannst du beginnen, die Welt neu zu sehen. Klingt aufregend, nicht wahr? Aber damit ist einfach nur gemeint, dass du ehrlich damit umgehst, was dir gut tut und was nicht. Was du brauchst und was nicht. Was du von deinem Leben erwartest und was nicht. Dann darfst du nämlich feststellen, dass du doch recht viel Kontrolle hast. Wir können nicht einfach einen Schalter umlegen und die ganze Welt ist plötzlich nett zu Introvertierten. Aber du persönlich kannst dir mehr Pausen von deinen Mitmenschen gönnen. Du kannst sogar den Job wechseln oder vielleicht ein neues Hobby beginnen. Einige Freundschaften intensivieren und andere aufgeben. Die Liste der Dinge, die einem Introvertierten guttun können, ist unfassbar lang, weil wir nun mal alle verschieden sind. Aber wie gesagt, wenn du nicht ständig versuchst, in die Rolle eines Extrovertierten zu schlüpfen, hast du ja auch plötzlich mehr Aufmerksamkeit und Energie für die wichtigen Dinge. Es gibt ein paar Studien dazu, dass typisch extrovertierte Verhaltensweisen wie auf Menschen zugehen oder Partys besuchen uns glücklicher machen können. Da liegt es nahe. Extrovertiert sein ist besser. Tut einfach so, als wärt ihr extrovertiert. Doch gleichzeitig wurde festgestellt, dass es Introvertierten sofort schwerfällt, diese Dinge zu tun, wenn sie Stress haben. Und sie dann in alte Verhaltensweisen zurückfallen und die introvertierten Eigenheiten wieder überwiegen. Für mich ergibt sich daraus, dass jeder, der gerne etwas mehr wie die Extrovertierten wäre, erst einmal ein Grundlevel an Zufriedenheit finden muss, um überhaupt zu schauen, welche extrovertierten Verhaltensweisen ihm oder ihr guttun könnten. Das gilt andersrum auch. Ein extrem gestresster, unzufriedener Extrovertierter würde ja auch versuchen, sich abzulenken und aktiv zu bleiben. Selbst dann, wenn ihm Alleinsein guttun würde. Menschen sind nicht immer gut darin, auf sich zu achten und das Beste für sich selbst zu tun. Zufriedenheit, Glück und Gesundheit fallen uns nicht einfach in den Schoß. Wir müssen schon die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Ob das reicht oder nicht, um dir etwas mehr Zufriedenheit im Leben zu geben, weiß ich nicht.
Das hängt nämlich auch stark davon ab, wonach du suchst. Willst du nämlich extrovertiert werden, weil du dich aktuell unzulänglich fühlst, dann werden ein bisschen Selbstliebe und Veränderung im Alltag leider nicht so viel bewirken, wie erhofft. Nachdem wir introvertiert sein akzeptiert haben, müssen wir es direkt mal wieder hinter uns lassen. Wenn dich gerade etwas an dir selbst stört, was du mit Introvertiertheit verbindest, dann benenn das mal bitte ganz genau. Wärst du wirklich lieber extrovertiert oder eigentlich nur selbstbewusster? Das ist nämlich nicht dasselbe. Möchtest du attraktiver wirken? Wärst du gerne durchsetzungsstark? Vielleicht erfolgreich im Beruf? All diese Dinge stehen dir offen. Aber du stehst dir selbst im Weg, wenn du alles auf die Introvertiertheit schiebst. Und immer dran denken, es gibt ohne Ende schüchterne, unattraktive Extrovertierte, die keinen Erfolg finden. Extrovertiert sein ist kein Zauberspruch, der dich über Nacht zum Helden, König oder Boss macht. Nimm dir ruhig Extrovertierte zum Vorbild, aber nicht, weil sie extrovertiert sind. Sind sie überzeugend, furchtlos, zielgerichtet? Dann kann ich mir gut vorstellen, dass du gerne mehr wärst wie sie. Das ist total legitim und zeigt ja auch, dass du dich menschlich weiterentwickeln willst. Aber denk auch dran, dass du schon eine Menge guter Eigenschaften mitbringst. Welche genau das sind? Keine Ahnung. Vielleicht bist du empathisch oder clever, witzig. Wir müssen von der Idee wegkommen, dass Extrovertiertsein ein gutes Ziel ist. Das Temperament, welches, wie gesagt, relativ stabil ist, sollte keine moralische Wertung haben. Du bist nicht besser oder schlechter, weil du extrovertiert oder introvertiert bist. Wie dein Gehirn funktioniert, hast du dir nicht ausgesucht. Die Besessenheit bezüglich dieses Themas hat meiner Meinung nach zwei große Ursachen. Die erlebte Ablehnung, die Introvertierten weismacht, sie wären falsch und müssten sich ändern. Und natürlich die vielen Menschen, die uns aktiv einreden, extrovertiert werden ist möglich, um uns dann etwas zu verkaufen. Kurse für Alpha-Männchen und Boss-Babes gehen noch immer weg wie warme Semmeln. Wer laut ist, keine Skrupel hat und sich gut darstellen kann, der kommt im Leben meist recht weit. Das ist nichts, woran ich rütteln kann. Aber die meisten von uns lernen doch, früher oder später auch, dass es im Leben um mehr geht, als nur darum, von A nach B zu kommen. Es gibt so unfassbar viele Introvertierte, die irgendwann einfach verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Und dann müssen sie nicht mehr in Selbsthass versinken. Sie können endlich an den Stellschrauben drehen, die wirklich zählen. Sie können zum Beispiel bessere Redner werden, indem sie sich erlauben, sich doppelt und dreifach so lange vorzubereiten wie alle anderen. Einfach, weil es ihnen so besser geht. Sie können attraktiver werden für romantische Partner, weil sie wissen, wer sie sind und sich nicht hinter einer Fassade verstecken. Sie können durch Therapie ihre sozialen Ängste überwinden und so weniger Stress im Umgang mit Menschen spüren. Ist irgendwas davon kinderleicht? Leider nein. Sich selbst zu finden und zu dem Menschen zu werden, der man sein möchte, ist eine der härtesten Aufgaben überhaupt. Es ist, was uns von Tieren unterscheidet. Der Drang, einen Sinn zu spüren und eine Identität zu haben. Das ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Bürde. So langsam scheinen mehr und mehr Menschen zu verstehen, dass sich Introvertierte nicht einfach umpolen können. Aber noch ist Aufklärungsarbeit nötig. Du kannst dieses Video gerne mit deinen Freunden teilen, ob über Social Media oder per Direktnachricht. Oder du kannst in den Kommentaren auch berichten, ob du jemals dachtest, es wäre besser, extrovertiert zu sein